Infestation, I hope I never play this level again. Habe ich im letzten Endlos-Run, bin ich da drüber gestolpert. Und zwar wirklich gestolpert, weil es hat meinen Run beendet. Oh, leck mich! Lass mich mal versuchen, einfach nur eine Weile hier zu überleben, okay? Einfach nur ein bisschen überleben und zu schauen, ob hier irgendwas Sinnvolles passiert. Ich meine, letztendlich muss ich irgendwie zu dieser Schlüsseltür darüber, aber ohne Schlüssel... Ohne Schlüssel nützt mir das nichts und ich habe keine Ahnung, wo ich den herkriegen soll. Es ist so unfassbar viel, was hier auf einen zufliegt. Da, was hat mich denn jetzt schon wieder von unten angebobbt? Ist auch super hilfreich, dass man die Hälfte des Bildschirms nicht sehen kann. Danke, Nintendo. Nein! Wo kommt der überhaupt her? Nein! Du kannst hier halt echt nirgendwo hin. Wo willst du hier? Dann ist da noch diese riesige Feuerbarriere. An der kommst du ja auch nie vorbei. Die Kanonenkugel ist einfach ein Meister. Die ist ein Meister ihres Fachs. Ach, der wird da zur Seite wegge... Ja, das hätte aber nicht funktioniert, weil ich wäre direkt in die Barriere reingesprungen. Die muss irgendwo anders sein, wenn ich da lang will. Ich glaube, da ist noch ein Bunsenbrenner. Was, wenn ich nicht in den Bunsenbrenner reinspringe? Ist das eine gute Taktik, möglicherweise? Okay, da kommt diese... Ich habe keine Ahnung, ey. Ich kann dazu nichts sagen, weil ich nichts weiß. Ja, an dieser Stelle will ich mal kurz an die Ranke. Ja, okay, dann brauche ich aber ein bisschen Luck, dass Ludwig nicht diesen Feuerball schießt. Nein, Iggy, warum schießt du denn genau dahin? Ich bin doch noch nicht mal dort. Woher weißt du, dass ich da hingehe? Was? Ey, du kannst hier ja keinen Millimeter irgendwas machen, ne? Du weißt wirklich, du weichst einer Sache aus, kommen fünf andere. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich gucke jetzt mal kurz, ob das Level ein verstecktes Power-Up oder so hat. Oh nein, und dann muss ich mich auch noch mit schlechten Hitboxen auseinandersetzen. Wirklich? Es ist schon eng genug und dann das auch noch. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil du kannst gar nicht alles im Blick behalten. Okay. Das ist aber nicht gut, ne? Wegen der Feuerbarriere. Ja, wenn ich hier so... Sobald diese ersten zwei Bunsenbrenner aufhören, durchgehe, dann bin ich zumindest mal aus diesem Anfangsbereich raus. Und dann könnte ich theoretisch an die Ranke und die Feuerbarriere abwarten. Okay, jetzt müsste ich was sehen. Ist da Boden oder nicht? Oh, warum war die denn jetzt auf einmal da? Oh, die hat in die andere Richtung geschossen diesmal, weil ich mich anfangs nicht positioniert habe, korrekt. Oh.
Was war das überhaupt? Was hat mich gekillt? Der Hammer? Oh, da ist noch ein Podobo, den muss ich abwarten. Aber ich will ihn nicht abwarten, die Feuerbarriere kommt schon wieder oben rum. Was, wenn ich die Bombe dazu benutze, den Hammerbruder wegzuwerfen? Ob ich das wohl hinkriege? Er hat den Schlüssel. Er hat den Schlüssel, Freunde. Ich weiß nur nicht, wie ich da rechtzeitig an die Tür kommen soll, bevor die Feuerbarriere einmal im Kreis geht wieder und mich abstaubt. Ey. Ich habe nicht gesehen, dass der da umdreht. Ja, aber jetzt schaffe ich's. Ich hab's raus. Ich hab's raus. Oh, aber das! Come on! Wow. Okay. Ob der Hammerbruder jetzt gerade da wegspringt, ne, darauf kann ich nicht achten. Wenn er das macht, dann funktioniert die Strategie nicht, aber das ist... Das ist ein bisschen RNG, mit dem ich rechnen muss. Springt er einfach immer genau an diesem Zeitpunkt nach oben? Das ist ein bisschen ungünstig. LOL! Mist. Ich hätte gern ein paar mehr von denen kaputt gemacht. Ah! Komme ich irgendwie über den rüber? Eigentlich nur von hier aus. Pass auf. Okay. War letztendlich gar nicht so schlimm. Man musste nur einmal dieses komplette Chaos auf den tatsächlichen Weg runterbrechen, den man nähen muss. Und dann noch ein paar Sachen ausweichen. Okay.